wenn ausgerechnet der stärkste Mann, den du kennst, Schwäche zeigt. Ja, genau. Zeigt, dass er aufgegeben hat. Was kann ich dafür? Genau dann fragst du dich, ob Starksein im Leben überhaupt noch einen Sinn macht. Okay. Da frag ich jetzt Papa, der ist so zu Hause, oder nicht? Du verlierst also nicht nur einen Menschen, der dir viel bedeutet hat. Du verlierst auch den Willen, jemals wieder stark sein zu wollen. Hast du gerade Baba gesagt? Das heißt Papa. Metin ist ja Türke und dann rutschen ihm halt hier und da mal ein paar türkische Begriffe raus. Woher kennst du diese türkischen Begriffe? Cem bringt mir ab und zu ein paar türkische Begriffe bei, so die Standarddinger. Mama, Papa, Oma und so. Und keine Schimpfwörter. Ja, dir als allererstes. Türkische Väter zum Beispiel, die beleidigen ihre Söhne als Escholoshek, also Eselsohn. Ja, aber beleidigt man sich da nicht? Ja, genau. Man beleidigt sich selbst. Und du meinst, der Vater in deiner Geschichte, also der hier, meinst du, der hat seinen Sohn zu Lebzeiten auch so genannt? Gut möglich. Ist halt so ein Klassiker, ne? Wie geht's uns heute? Spitze! Wir haben einen erhängten Vater, einen Sohn, der dabei zugucken durfte und wahrscheinlich noch als Eselsohn bezeichnet wird. Ja, wurde, weil Vater ja schon tot. Ach, der Geschichtswettbewerb, hatte sie letztens erzählt. Hier sind ihre Tabletten. Ja, das ist nur so ein kleiner Storytelling-Wettbewerb. Nichts Besonderes. Sind das andere? Ja. Schmecken die auch besser? Ja, ich habe dran gedacht und extra nachgefragt, ob wir welche mit weniger Spargelgeschmack haben. Endlich! Ist ja schließlich auch keine Spargelzeit mehr. Das stimmt. Und ist das dann irgendeine Geschichte? Also einfach drauf los oder gibt es eine Themenvorgabe oder so? Ja, das Thema heißt Füreinander. Und bei mir bezieht sich das auf eine Freundschaft. Also von dem Freund habe ich bisher noch nichts gehört. Ja, es kommt doch alles noch. Dann sollten Sie jetzt fortfahren, Sir. Schon, wo du sitzen möchtest? Ja. Mach mal. Dann setz dich doch schon mal an und ich erzähl dir gleich, wo wir sind. Okay. Hallo. Hi. Kennst du Jackie Chan? Nicht persönlich. Kennst du, wie viel Uhr von so einer Wand springt oder vom Kopf von jemand anders an? Ist das einer von denen? Ich weiß es nicht. Kann ich mir die mal angucken? Dann kann ich dir auch bestimmt sagen. 1 Euro pro Tag, 1,50 Meter Sicherung. Also falls der Kassette irgendwas passiert, ist das nicht schlimm. Du hast hier dann extra 5 Cent dafür gezahlt. Hab noch welche im Lager, kannst ja mal in der Pause rüberschauen. Was im Lager? Mein Schließfach. Manche sind sogar erst ab 18. Ich kann ja mal meine Mutter fragen. Dann legt ja ganz schön früh los, dieser Hackern. Hat auch genügend Leute, vor denen er sich das abgucken kann. Aus seiner Familie? Genau. Eltern, Cousins, Onkel sind alle selbstständig. Ja, okay. Da wird natürlich oft über Geld gesprochen. Ja, das fährt natürlich auch auf Hackern ab. Vor allem, wenn da viel drüber gesprochen wird, aber eigentlich zu wenig davon da ist. Ach, und deswegen versucht er auch in seinem Alter schon hier und da selbst etwas Geld zu verdienen. So sieht's aus. Wenn man damit einen Achtklässler abwirft, kriegt er locker eine Gehirnerschütterung. Vielleicht sogar zwei. Kommt drauf an, wie gut man zählt. Er hat die Lager schon eine Weile oder hat zu viel Mehl reingemischt. Also zu viel Mehl und zu wenig Wasser. Das kann man doch so nicht verkaufen. Doch klar, an Frischrestaurants oder so. Einmal durch den Mixer und dann als Marinade kiloweise verkaufen. Viel zu schade zum Wegwerfen. Also so hätte es gemacht. Ich hätte es von Anfang an vernünftig gemacht. Da spart man sich die ganze Arbeit danach. Seit dem Tag haben die beiden sich immer öfter über Backwaren unterhalten. Metin hatte sich fürs Backen selbst interessiert, da er mit seiner Mutter hin und wieder Börek gemacht hatte. Hakan hingegen interessierte sich mehr für den Verkauf, das Marketing und das Consulting. Backen war, wenn auch in unterschiedlichen Bereichen, ihr Ding geworden. Mhm. Vor allem, weil Kinder mit 10 schon Begriffe wie Consulting kennen. Aber es sind meine Charaktere und meine Fachbegriffe. Er hat sich halt schlau gemacht. Und was ist dann passiert?
sind bestimmt beide Bäcker geworden. Ja, erstmal haben sie eine Ausbildung gemacht. Clever. Aber im Gegensatz zu den meisten Auszubildenden hatten die beide mehr vor. Hacker war fest davon überzeugt, dass man auch als Bäcker reich werden konnte. Wen das? Zum Ende ihrer Ausbildung waren beide 28 Jahre alt. 28? Die Suche hat länger gedauert. Und ein Wort wurde bei beiden besonders groß geschrieben. Sparen, 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 mein Freund. Wie viele Monate sind's noch? 6. Aber in 3 müssen wir angemeldet sein. Dass wir auch ausgerechnet beim geizigsten Typen in ganz Leicester zusammenarbeiten müssen. Seit 8 Wochen ist die Knetmaschine kaputt. Wegen wem? Ich habe noch ein paar Knöpfe gedrückt. Wo soll ich wissen, dass der eine für die Selbstzerstörung ist? Sick dir! Da war nur on und off. Sie nennen Tuchesso King. Und ich weiß bis heute nicht, wie du das geschafft hast. Und der Chef auch nicht. Bah, Junge! Desinfizier doch mal deine Hände, du hast Geld angefasst. Ah, übertreib. Klar, Mann, weißt du, wie eklig Geld sein kann? Das hat einfach jeder schon mal angepackt. Ja, jeder. Außer wir. Geld wird von Hand zu Hand gereicht. Aber unsere Hände werden übersprungen. Aber warte ab. Warte ab. Wenn diese Kasse erstmal voll ist, wenn diese Kasse voll ist, dann geht's auch für uns wieder bergauf. Soll ich nochmal vorlesen? Okay, einmal geht noch. Lernen Sie alles aus der türkischen Backstube. Bäckermeister Ozan Açıktan, der zuletzt 2016 mit dem Baker of the Year-Titel auf der internationalen Backmeisterschaft in Trabzon gekürt wurde, lehrt Ihnen das Backwerk des Vorderorients. Vom Börek bis Baklava, vom Poğaça bis Künefe. Wir unterrichten Sie über die Grundprinzipien der türkischen Backstube. Aber waren das wirklich schon 7 Minuten? Ja, ich habe das Gerät auf 7 Minuten gestellt. Naja, auf jeden Fall dicke, intensive Kurse für 3 Monate. Pro Nase 750 Euro. Was ist mit Flug und Unterkunft? Mein Onkel hat mir geschrieben. Wir können in seiner Wohnung bleiben, das geht wohl klar. Sehr gut. Wird aber trotzdem ziemlich teuer. Deswegen ja unsere Taktik. Das Ebenbild von schön. Das Ebenbild von allem, was gut ist auf der Welt. Meinst du, der Chef akzeptiert die 20%? Ich habe 5% Spielraum gelassen, falls er verhandeln möchte. Gerissen. Ich bin echt gespannt, was er sagen wird. Was soll er sagen? Er wird sagen, Jungs, das ist die geilste Idee, die in meinem Laden jemals ausgesprochen wurde. Er wird sagen, ihr seid die Besten. Er wird sagen, verpisst euch. Wie verpisst euch? Oh, Metin, was heißt verpisst euch auf Türkisch? Das heißt... Hey, sei mal leise. Chef, ich glaube, du hast uns nicht richtig verstanden. Oh, erklär du es mir. Vielleicht kommt da was Sinnvolleres bei raus. Also, Herr Gerhard, wie Sie ja vielleicht wissen, nähert sich der Monat Ramadan. Klar, das trage ich mir in meinem Kalender immer als Erstes ein. Ja, ist natürlich klar, dass sie damit nichts zu tun haben. Aber Muslime wissen zumindest, wann es losgeht. So, und da gibt's dann abends zum Fastenbrechen immer dieses Fladenbrot, was sie da vor sich haben. Nennt sich bei uns Pide, beziehungsweise Ramazan Pide. Also Fladenbrot speziell zu Ramadan. Und was ist da der Unterschied zu dem normalen? Ist länger. Naja, also es ist ein bisschen länglicher als das normale. Und unsere Landsleute fahren da voll drauf ab. Nicht nur unsere Landsleute. Albaner, Araber, Kurden. Ja, Kurden sind doch unsere Landsleute, oder? Naja, nicht unbedingt. Es gibt ja syrische Kurden, irakische Kurden, persische Kurden. Norwegische Kurden, polynesische Kurden. Ich hab's verstanden. Jetzt kommt mal langsam auf den Punkt. Jedenfalls haben wir uns gedacht, wir könnten das Fladenbrot hier doch mal im Monat verkaufen. Und dann kommen die ganzen Leute hier jeden Tag hin, kaufen das Fladenbrot kurz vorm Fastenbrechen und wir bekommen im Gegenzug dafür 20... 15. 15% Provision, weil wir die Idee hatten. Aha. Ist da immer Sesam und Kümmel zusammen drauf? Ja, das gibt der Sache ein bisschen mehr Pep. Wir finden, es gehört auch beides drauf. Und das eine hat das andere keine Bedeutung. Ist so eine Art Dreamteam. Wie ihr zwei. Sesam und Kümmel. Warum bin ich... Jetzt passt mal auf, Jungs. Also im Ansatz ist das ja alles schon nicht schlecht. Also ihr zwei habt manchmal richtig gute Ideen. Aber ihr habt eine Sache nicht bedacht. In meinen Laden kommen eben keine Türken, keine Kurden und keine Araber. Meine Kunden, die heißen Müller, Meier und Schmidt. Nein. Und die fasten zu Ramadan eher selten. Also vielleicht kommen ja... Es kommt doch niemand aus Lebenstedt hierher. Habt ihr schon mal was von Zielgruppenorientierung gehört? Chef? Fehlt da nicht ein Buchstabe? Fehlen da nicht ein paar Haare? Naja, da hat er natürlich nicht ganz Unrecht. Wenn das hätte, wäre die Geschichte ja nicht mal so spannend. Ja, spannend ist es schon, aber weißt du, was mir so ein bisschen fehlt?
Also ganz allgemein in der Geschichte. Was denn? Frauen, Liebe, irgend sowas. Viel zu viel Testosteron in der Geschichte. Das kann man ja so nicht sagen. Doch, immer nur Geschäfte, Geld, das Provision. Ja, aber das sollen sich doch bestimmt auch mal irgendwelche Mädels durchlesen, oder etwa nicht? Ja. Na, dann sei doch mal ein bisschen zielgruppenorientierter. Hast du doch eben selbst gesagt. Frau Gisela Geisthardt, ich bitte Sie, sich die nächsten Zeilen anzuhören. Herr Alexander Geisthardt, ich täte nichts lieber als das. Geld war nicht das einzige Problem der beiden. Zumindest nicht das einzige Problem von Metin. Das soll jetzt helfen, oder was? Ja, solange mein Puls rast. Also wenn der Puls rast, da denkt man weniger dran. Also Energy Drinks und diese Kaltwassermethode. Junge, du säufst gleich ab. Erzähl erstmal. Also, das war unser drittes Treffen. Ey, ich hab das sonst nie beim ersten Mal geschafft. Man hätte Jem nicht die ideale Vorlage in dem Automaten eingestellt, hätte ich locker mehr als 10 Euro da reingeschmissen. Wieso? Geht doch ums Prinzip. Du hast sie da rausgeholt und das beim ersten Versuch. Ja, du hast recht. Ich finde, wir sollten ihr einen Namen geben. Ich wäre für Fatime. Klingt gut. Bisschen altmodisch, aber passt. Willkommen in der Familie, Fatime. Hey, wie findest du den? Wir haben immer mehr Kontakt. Also ich meine jetzt unser Kontakt, der wird jetzt immer enger. Und da wir jetzt Linsensuppe essen und diesen engen Kontakt haben, da heißt die Linsensuppe nicht mehr Linsensuppe. Sondern? Kontaktlinsensuppe. Kontaktlinsensuppe. Kontaktlinsensuppe? Kontaktlinsensuppe. Ich dachte, Wortwitze ballern doch immer. Du hast doch auch immer sowas raus. Sag dir doch dann. Ich würde niemals was Behindertes sagen. Im Nachhinein finde ich den auch nicht so. Und? Wie fand sie es denn so? Auch nicht so. War jetzt nicht dein bester Gag. Ich dachte, das kommt cool, weil... Ist auch egal. Du hast gerade auf das Thema Kontakt angesprochen. Und das ist ein guter Stichpunkt. Ja. Ich wollte das Treffen heute hier eh nutzen, um dir das kurz zu erklären, aber das ging ja dann noch länger, weil wir noch auf dem Rummel waren und was essen sind. Was erklären? Okay, das geht mir alles zu schnell. Was zum Beispiel? Zum Beispiel hast du gerade auf Emine gezeigt und sie Familienmitglied genannt. Du redest ständig von Sachen wie Familie gründen, Ehe, Kinderzimmerfarbe und so und ich will davon einfach noch nichts wissen. Es sind erst knapp über 3 Wochen und du deutest ständig etwas in der Richtung an. Ich kann versuchen, das Ganze ein bisschen langsamer anzugehen. Aber das ist doch jetzt kein Anlass dafür, dass... Das ist zumindest nicht der einzige Anlass. Ich wollte auch mit dir darüber reden, dass wir insgesamt nicht zusammenpassen. Wir sind einfach zu verschieden mithin. Wie? Du hast einen anderen Lebensstil als ich, andere Hobbys, andere Interessen und ich finde, wir sollten das beenden, bevor du dich noch... Bevor du dir noch mehr Hoffnung machst. Ich wollte nicht nur mal eben so mit dir abhängen. Ich habe auch an etwas Ernsteres gedacht. Vor allem, ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir. Du bist voll cool und außerdem bist du richtig witzig. Ich lach so oft neben dir, du weißt das. Ich wünsche dir alles, alles Gute und dass du irgendwann die Richtige findest und dass du ein schönes Leben führen wirst. Ihr Name ist Fatime. Was? Du hast sie gerade Emine genannt. Aber so heißt sie nicht. Okay,
Mach's gut. Mevlam ayrılık vermesin, göde uçan kuşa leylam, gökte uçan kuşa leylam, kuşa leylam. Wenigstens hast du das Sorgerecht für die Kleine. Dein Ernst? Was soll ich sagen? Ist nicht schön sowas. Tut auch scheiße weh. Aber du musst sie auch ein bisschen verstehen. Ihr wart 3 Wochen zusammen. Außerdem wart ihr in der Probezeit. Und in der Probezeit dürfen beide Seiten ohne Angaben von Gründen... Da kündigen? Junge, das ist doch kein Arbeitsvertrag. Das spielt auch gar keine Rolle in diesem Fall. Wenn sie keinen Bock mehr hat, hat sie keinen Bock mehr. Das ist doch das Problem. Dass 2 Menschen gleichzeitig aufeinander stehen müssen. Ja, aber jeden Morgen, wenn ich aufstehe, lass es. Weder morgens, noch mittags, noch abends. Lass es. Weißt du, woran sie denkt, wenn sie morgens aufsteht? Woher willst du nur das wissen? Jedenfalls nicht an dich. Sie denkt vielleicht, trinke ich zuerst meinen Kaffee und gehe dann kacken? Oder kacke ich zuerst und genieße danach meinen Kaffee? Egal in welcher Reihenfolge, sie lebt im Jetzt. Und genauso solltest du es auch machen. Hör auf, in deiner Vergangenheit festzustecken. Schließ ab damit. Das ist nicht so leicht. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Aber es wäre schon mal ein Anfang, wenn du aufhören würdest, deinen Kopf ins Wasser zu stecken. Apropos nicht leicht. Wo ist denn Angelika? Die hätte uns längst rausschmeißen müssen. Wir hängen hier seit 1 Stunde nach Feierabend ab. Die hat doch frei. Also der Chef hat mir den Schlüssel gegeben. Wir sind die Letzten im Laden. Die Letzten im Laden? Aha. Lass mal die Scheißdosen hier und warte kurz. Was wird das jetzt? Warte. Sag mal, weißt du, was Pantothensäure ist? Nein. Aber ich weiß, wie wir an Ramadan mit Fladenbrot Geld verdienen können. Wir brauchen auf jeden Fall ein Auto. Ich besorge uns eins. Du hast gar keine Ahnung von Autos. Mann, ist doch scheißegal. Einmal will ich den Türken spielen. Einmal will ich was Cooles organisieren, Mann. Ja gut, pass auf. Wir brauchen viel Platz im Kofferraum. Nichts Auffälliges, nichts Protziges oder so. Metin! Ah! Mach den Wagen an! Ah! Ah, guck mal. Geil, ne? Fahr weiter. Dadurch, dass wir jetzt die Letzten hier im Laden sind, haben wir Zeit, bis Sonnenuntergang Fladenbrote zu backen. Ja, aber davon hat Chef doch die ganze Zeit geredet. Zielgruppe und so. Ja, er hat gesagt, die Zielgruppe kommt nicht zu uns. Deshalb fahren wir zur Zielgruppe. Ja, und woher soll die Zielgruppe erfahren, wann wir da sind? Ich kenne da einen, der telefoniert ein bisschen für uns. Murat? AKA Badi Murat. Murat Abi, haben wir nicht 40 Leute abgemacht? Ich zähle hier keine 40. Sicher? Also ich habe bei 36 aufgehört zu zählen. Wie viel Fladenbrote wollt ihr denn verkaufen? 40? Und wie viele Mann haben wir? 4. Jungs, wie viel Fladenbrote wollt ihr kaufen? Mathematik, Bruder. Großfamilien, großer Hunger. Ich weiß, was ich tue. Wow. Wow. Mashallah. Hela los, Murat Abi. Wir verdienen pro Pide 1,50 Euro. Der Rest sind Produktionskosten. Ja, ja. Wir beklauen Chef schon nicht. Alles, was wir hier benutzen, wird ersetzt. Der merkt gar nicht, dass irgendwas gefehlt hat. Alex,
du mal eine Minute. Es geht um deine Mutter. Da steht doch eine Vase. Wasser ist drin, müsste frisch sein. Ja. Ich hab's binden lassen. Und eingeschickt ist es auch schon. Also als PDF, weil das Gebundene wollte ich für mich. Weil ich, also ich... Wie geht's dir eigentlich? Haben sie es dir schon erzählt? Was denn? Mädchen, eben gerade vor der Tür. Ärztliche Schweigepflicht. Marsch. Sie hat es ja nicht böse gemeint. Sie wollte nur, dass ich mich ein bisschen drauf einstellen kann. Worauf? Nenn die Kirche beim Namen. Auf ärztliche Fachbegriffe, die ich nicht aussprechen kann. Latein war nie deine Stärke. Ich hatte Französisch. Dein Pech? So ein paar Dinge habe ich dann doch verstanden. Also dein Körper, der wehrt sich gegen die ein oder anderen Medikamente. Und, dass du... Dass ich das Zimmer wechsle? Ja. Sie meinte irgendwas von Intensivstation? Da ist doch ein Zimmerwechsel. Könnte ja auch ganz nett sein. Bisschen mehr Gesellschaft. Ja, okay, vielleicht höre ich dann ab und zu mal irgendwelche Geräte piepen, aber das passt schon. Weil das ja dann auf Gegenseitigkeit... Wenn die Krankenschwester dich schon informiert, dann darf ich das auch. Du, ich habe zwar kein Medizinstudium hinter mir, aber ich kann dir sagen, warum die Station so genannt wird. Weil es dort keine halben Sachen gibt. Dort gibt es ein Ja, der Patient lebt, oder ein Nein, der Patient lebt nicht mehr. Das ist die Endstation. Ja, man versucht noch irgendwas zu retten, kümmert sich intensiv um die Patienten. Aber die Antworten, die man dann den Verwandten und Bekannten gibt, die sind nicht weniger intensiv. Du siehst das viel zu einseitig. Weißt du, es gibt genügend Menschen, die vielleicht... Ach komm, was genügend andere Menschen machen, das interessiert mich nicht. Mein Sohn wurde gerade halbwegs über meine Situation informiert. Ich will das jetzt vervollständigen. Ich will, dass du dich auf das Schlimmste vorbereiten kannst. Ich habe dich nicht zu einem Weichei erzogen. Meine Erziehung war hart. Knüppelhart. Gebe ich zu. Aber das hatte auch seine Gründe. Im Leben wird dich nicht immer nur weiches Zeug erwarten. Du wirst oft genug ein Nein hören. Nein, ihre Geschichte hat nicht den ersten Platz in unserem Wettbewerb gewonnen. Nein, sie konnten sich nicht gegen die anderen Bewerber durchsetzen. Und in dem Fall dann eben... Nein, wir konnten leider nichts mehr für ihre Mutter tun. Weißt du, das muss doch kein Platz 1 werden. Das war ja auch nur ein Beispiel. Willst du wissen, wie es weitergeht? Ich hab eh nichts mehr vor heute. Schieß los. Der Monat Ramadan war vorbei. Und beide hatten nach 4 Wochen endlich ihr Geld zusammen. Aber ist doch trotzdem voll kompliziert, was du da machst. Einfach zu denken ist nicht dein Ding, oder? 750. Die Alanya-Kasse ist jetzt voll genug. Die Produktionskosten sind gedeckt, / ersetzt. Ich kann nicht bezeugen. Pass auf, ich nehme das Geld erstmal heute Abend mit, melde uns an, Flug und Co. Klären wir später, Hauptsache der Scheißkurs ist angemeldet. So machen wir's. Und mit einfach denken brauchst du mir gar nicht kommen, Mr. Leichenwagen. Hey, du hast gesagt, wir brauchen im Kofferraum viel Platz. Hatten wir. Ende der Diskussion. Ach ja,
Pro Mann sind 9,80 Euro übrig geblieben. Wow, 20 Cent steuerfrei. Tja, ich habe die Spendierhosen an. Kauf dir was Schönes. Fertig. Was denn? Das überlege ich mir noch. Mach's gut. Okay, bis dann. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla'm. Bir an oldu evim yurdum, ne söyle. Hey! €9,99 von der Tankstelle. Das wäre echt nicht nötig gewesen. Der Blumenladen vorm Krankenhaus ist günstiger. Sag mal, gibt's eigentlich irgendwas auf der Welt, was du nicht mit Geld verbindest? Ja, so einiges. Eins davon steht gerade an der Klippe und will wahrscheinlich runterspringen. Weil er mit einem Nein von so einem Weib nicht klarkommt. Sie ist mehr als... Was? Mehr als ein Weib? Oh, Entschuldigung, deine Traumfrau. Ihr kannt euch schließlich auch schon 3 Wochen. Ist richtig sinnvoll, was du machst. Hör bloß nicht auf mich. 17 Jahre Freundschaft bedeutet ja auch nichts. Mein Nein, spring nicht, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so wirkungsvoll wie ihr Nein. Ich will mich nicht mehr mit dir treffen. Du kennst die ganze Geschichte nicht. Muss ich auch gar nicht. Ich würde dir einen Ratschlag geben und du würdest ihn ewig ignorieren. Junge, ich hab's dir klipp und klar gesagt. Lass es! Sie hat mit dir abgeschlossen. Was motiviert dich denn jetzt hier zu stehen? Willst du springen und ihr Held werden? Was motiviert dich denn eigentlich, mit so hässlichen Blumen von der Tankstelle vor ihrer Haustür zu stehen? Mann, ich war noch nicht fertig mit dir! Bruder, ich wusste nicht, wie viel Glück ich haben werde, aber ich wusste, dass ich ein bisschen was erzählen kann. Warum? Junge, sie ist lebendig! Sie versteht, was ich sage! Sie kann mir sogar noch eine Antwort geben! Weißt du, mein Vater hat mir damals jeden Wunsch erfüllt. Selten gesagt, dass er irgendwas für mich nicht machen kann. Ich brauchte ihn nur drum zu bitten. Er redet jedenfalls nicht drüber und stellt komischerweise auch keine Fragen, die in die Richtung gehen. Vielleicht hat er geahnt, worum ich ihn bitten werde. Hat dafür gesorgt, dass er nichts hört. Was für eine Bitte war das? 2 Worte. Dieselben 2 Worte, die ich auch ihr gerne gesagt hätte. Nichts denn geschafft hätte zu klingeln. Welche 2 Worte? Geh nicht! Geh nicht. Geh nicht! Zuletzt waren die beiden ja noch auf dem Dachboden. Von dem sind sie dann irgendwann heruntergekommen. Sie haben ihre Ausbildung kurz darauf abgeschlossen und konnten den Workshop in Alanya besuchen. Kurz danach haben sie mit der Hilfe von Hakans Onkel ihren Traum verwirklicht. Sie haben ihre eigene türkische Bäckerei eröffnet. Die Geschichte hat also doch noch ein Happy End und Platz 1. Warst du doch ein bisschen zu pessimistisch. Ich wünschte, unsere Geschichte hätte auch ein Happy End, aber so ist das nun mal im Leben. Oder wie du sagen würdest, das Leben ist ziemlich... intensiv.